In diesem Video geht es um mögliche verschiedene Zündmechanismen für das Triebwerk, da ja im letzten Testlauf eindeutig das Problem war, dass die Flamme nicht wirklich in die Brennkammer übergeschlagen ist, dass die Flamme sich eigentlich nur hinter dem Triebwerk gehalten hat. So kann das Triebwerk natürlich nicht laufen. Dafür habe ich jetzt drei verschiedene Mechanismen bzw. drei verschiedene Systeme getestet. Das erste und einfache, einfach so eine Glühkerze, dann so einen Keramikglühstift und ein Zündsystem mittels Funken. Bevor ich euch dazu aber die Tests zeige, wollte ich noch mal ganz kurz auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar habe ich in dem letzten Video sehr viele Kommentare gehabt, dass meine Brennkammer bzw. das Spritzsystem schlecht designt wäre, dass die Kapillarröhrchen zu weit in die Brennkammer reingehen und sich deswegen die Flamme da auch gar nicht halten kann. Deswegen wollte ich euch noch mal ganz kurz erklären, wie das tatsächlich bei mir aussieht, weil ich glaube, dass einige falsch verstehen. Es ist so, dass diese Edelstahl-Kapillarrohre relativ lang sind und in die Brennkammer reinreichen. Nun reichen aber diese Kapillarrohre zwar in die Brennkammer rein, aber in der Brennkammer selber sind wieder größere Edelstahlrohre, die um dieses Kapillarrohr herum sind. Die sind mit der Brennkammer verschweißt. Diese Rohre sind hinten zur Turbine hin verschlossen und haben zwei Bohrungen am Anfang der Brennkammer, also in der Primärzone, sodass das Gas von der Kapillarrohre in das größere Edelstahlrohr fließen sollte und dann am Anfang der Brennkammer über diese Röhrchen dann in die Brennkammer eintritt, sodass sich dort hoffentlich die Flamme halten kann. Ich muss zugeben, dieses Design habe ich noch nicht so häufig gesehen. Es kann auch sein, dass das wirklich einfach ein schlechtes Design ist und einfach nicht gut funktioniert. Es war aber für mich von der Konstruktion her erstmal so am einfachsten und mir war jetzt kein direkter Grund ersichtlich, warum das nicht funktionieren sollte. Könnt ihr mir aber auch nochmal gerne genau eure Meinung zu geben. Dann gehe ich jetzt mal auf die drei Systeme ein, die ich getestet habe, um zu sehen, ob die zu gebrauchen sind. Das erste ist diese einfach so eine einfache Glühkerze, wie sie auch in Modellmotoren, Benzinmotoren verwendet werden. Da drin ist einfach eine kleine Glühwindel und wenn eine Spannung durchfließt, glüht diese eben auf und erreicht so, ich glaube, irgendwas zwischen 500 und 800 Grad. Sollte also theoretisch auch ausreichen, um Propangas zu entflammen. Das nächste ist so ein Glühstift. Hier ist so ein Keramikanteil vorne. Da drin ist eine Glühwendel und die erreichen auf alle Fälle bis über 1000 Grad und glühen halt auch hell auf, brauchen aber dann deutlich mehr Stromfluss und auch eine höhere Spannung. Als drittes System wollte ich eigentlich eine Zündkerze testen. Bei den Zündkerzen, das Problem, die sind eigentlich gar nicht so teuer, man braucht dabei einen Zündmechanismus. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir erstmal sowas zum Testen. Das ist so ein Gasgrillanzünder oder auch für einen Gasherd. Ist eigentlich relativ einfach, war auch nicht so teuer, aber ich dachte, wenn das hiermit funktioniert, dann wird das auch mit einer Zündkerze funktionieren. Schaut euch jetzt einfach mal den Test an und dann gehe ich nachher nochmal auf die Ergebnisse sozusagen ein. Ach, einmal. War nicht sehr verlässlich. Problemlos. Mach mal aus, kann man schon funken. Ja, wie ihr also gesehen habt, hat die Glühkerze am schlechtesten funktioniert. Sie hat nur ein einziges Mal wirklich das Gas entzünden können. Das ist nicht sehr reproduzierbar und das ist mir auch zu unsicher. Darauf will ich mich nicht verlassen, dass das Gas zündet im Triebwerk. Der Glühstift hat dagegen sehr, sehr gut funktioniert. Er hat das Gas direkt entzündet immer. Tatsächlich ist aber das Problem, ihr habt auch am Ende gesehen, da sind ein paar Funken geflogen. Es kann sein, dass ich da
dass ich da zu viel Strom durchfließen lassen habe und die Glühwendel innen schon durchgebrannt ist. Jetzt funktioniert sie auf alle Fälle nicht mehr. Ich muss mir dann vielleicht nochmal einen neuen kaufen und mich genau auseinandersetzen mit dem Datenblatt. Hier gab es halt einfach kein Datenblatt zu. Das ist ein sehr billiges Ersatzteil aus China gewesen. Ebenso hat der Zündmechanismus mit dem Funken, der überschlägt, sehr gut funktioniert. Könnte man sich definitiv auch vorstellen, eine Zündkerze zu verwenden. Also ich denke, es wird entweder auf so einen Glühstift oder eine Zündkerze hinauslaufen. Hängt ein bisschen davon ab, natürlich auch vom Preis, aber auch, wie einfach man das einbauen kann. Beides sollte jetzt eigentlich kein großes Ding sein. Es hängt so ein bisschen von den Maßen ab. Muss ich aber noch mal ein bisschen überlegen, was ich da mache. Könnt ihr mir auch gerne mitteilen, was ihr von den beiden Versionen für sinnvoller haltet. Und wenn das dann implementiert ist, können wir natürlich auch noch mal neue Testläufe machen. Und ich hoffe, dass wir da mit einem funktionierenden, laufenden Triebwerk wieder ein paar Schritte näher gekommen sind.